Trouble in Mineville ist ein Spiel in Minecraft angelehnt an Trouble in Terrorist Town aus dem bekannten Spiel Garry's Mod, in dem es darum geht, dass sich zwei verschiedene Gruppen, nämlich die Innocents und die Traitor, gegenseitig bekriegen. Am Ende gewinnt eine Gruppe. In diesem Guide erfahrt ihr alle Tricks und Kniffs, wie ihr es am besten hinbekommt, dass euer Team gewinnt. Fangen wir zunächst aber erst einmal mit ein paar Grundlagen an. Wenn ihr auf einen Server joinen wollt und die offizielle Website troubleinmineville.com aufsucht und dort auf die Serverliste schaut, fällt euch auf, dass es US- und EU-Server gibt. Ich empfehle euch grundlegend EU-Server, da die viel weniger laggen. Schnell wird euch auffallen, dass die Server in dem Lobby-Status immer randvoll sind. Lobby-Status bedeutet, dort geht ihr rein, dort seid ihr in der Lobby und dann könnt ihr spielen. Das heißt, wenn ihr auf einen Server mit Live-Game connectet, schaut ihr den anderen zu und könnt nicht selbst spielen. Deshalb versucht einfach auf Server mit Lobby-Status zu joinen. Seid ihr dann erst einmal auf so einem Server, dann findet ihr euch in einer Eingangshalle wieder. Wenn ihr euch ein bisschen umschaut, wird euch schnell klar, okay, hier kann ich nicht raus, hier kann ich nichts spielen. An der Seite stehen erst einmal ein paar Regeln, wie man das Spiel spielt, auch ein Link zum How-to-Play, was allerdings auf Englisch ist. Geht ihr dann weiter, dann findet ihr schnell ein Jump'n'Run. Das müsst ihr allerdings nicht schaffen, wie einige am Anfang immer denken, um zu spielen. Auf der Seite dann noch die obligatorischen Spenden-Links. Irgendwann startet dann auch das Spiel und ihr werdet in eine von vielen verschiedenen Karten hinein teleportiert. Dann müsst ihr schnell sein und schnell Kisten suchen und sie mit Rechtsklick öffnen. Der Inhalt der Kiste wird automatisch in euer Inventar teleportiert. Nachdem ihr 3 Items habt, beziehungsweise 4 verschiedene Items, nämlich das Steinschwert, die Pfeile, das Holzschwert und den Bogen, könnt ihr keine weiteren Items mehr aufnehmen, außer ihr lässt eins dieser anderen Items fallen, dann könnt ihr wieder Sachen aufnehmen. Eigentlich braucht ihr das allerdings nicht zu machen, das ärgert nur die anderen Mitspieler, deshalb würde ich euch raten, das zu lassen. Auf jeder Map gibt es eigentlich immer 2 Ender-Chests, die etwas besser versteckt sind und auch ein bisschen schwieriger zu erreichen sind. Habt ihr so eine Ender-Chest erreicht, werdet ihr feststellen, dass ihr sie eigentlich noch nicht öffnen könnt, sondern erst während des sogenannten Live-Games. Wann dieses Live-Game beginnt, wird euch nach einer gewissen Zeit durch einen Countdown angezeigt, wie hier gerade schön zu sehen ist. Dieser Countdown ist gelb und ihr bekommt auch eine Fehlermeldung, wenn ihr die Kiste öffnen wollt, dass man das nur während des Live-Games machen kann. Doch halt, stopp! Sobald das Live-Game beginnt, werdet ihr in eure Klasse zugeteilt. Ihr seid entweder Detektiv, Innocent oder Traitor. Es gibt pro Runde immer nur einen Detektiven, so um die 4 bis 6 Traitor und der Rest ist Innocent. Der Detective und die Innocents arbeiten zusammen, also beide sind eigentlich Innocent, nur der Detective hat noch spezielle Fähigkeiten. Die Traitor sind die Verräter und müssen die Innocents alle vernichten. So, kommen wir zunächst aber erst einmal zu den Innocents. Stellen wir uns nun also vor, wir sind ein Innocent und beobachten unsere Mitspieler hier durch diese Ego-Perspektive und sehen vor uns alles stehen. Dann fällt uns zunächst einmal auf, dass ein paar ein blaues Namensschild haben werden. Das sind die Detektive und die Detektive sind Innocent und die werden uns auch in der Regel nichts machen, außer sie halten uns für verdächtig. Die anderen, bei denen können wir uns nicht so sicher sein, bei denen mit den gelben Namensschildern, das können entweder Traitor oder Innocent sein. Das müssen wir am Verhalten herausfinden. Ja, denn wir sehen das nicht und eigentlich könnte jeder ein Traitor und jeder ein Innocent sein. Woran man das im Verhalten erkennt, das erkläre ich euch später. Ich möchte euch jetzt zunächst einmal nur die Grundlagen der Klassen erklären. Kommen wir nun also zum Detektiven. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind ein Detektiv und beobachten hier unsere Mitspieler aus der Ego-Perspektive anhand dieser Zeichnung hier, dann werden wir auch als Detektiv feststellen müssen, dass wir keinerlei visuelle Unterscheidung zwischen Innocent und Traitor haben. Wie also auch die Innocents, müssen auch wir am Verhalten herausfinden, ob jemand ein Traitor oder ein Innocent ist. Als besondere Gabe hat der Detektiv aber nun die Möglichkeit, mit einem Stick, davon hat er insgesamt 2 in seinem Inventar, Leichen zu untersuchen, hier in dieser Skizze grün dargestellt. Klickt er also rechtsklick mit einem Stick auf seine Leiche, dann bekommt er innerhalb von 30 Sekunden ein Buch in sein Inventar teleportiert, in dem dann nun drin steht, wer diese Leiche ist, also von wem der Körper ist und von wem diese Leiche umgebracht wurde und was die Leiche war, also ob die Leiche ein Detektiv, Traitor oder Innocent war. Leider verwechseln immer wieder irgendwelche Leute die Zuweisung der Klasse auf der letzten Seite damit und denken, derjenige, der die umgebracht hat, besitzt diese Klasse, dem ist aber nicht so, ihr seht nur, welche Klasse die Leiche hatte. Bedeutet jetzt also im Klartext, ihr zum Beispiel killt einen Traitor und der Traitor wird als Leiche, nämlich als Zombie dargestellt und der Detektiv macht Rechtsklick mit seinem Stick drauf und bekommt ein Buch, dann steht dort dann, dass ihr ihn umgebracht habt und dass dieser Player ein Traitor war. Sehr schlaue Detektive denken jetzt natürlich, dass ihr ein Traitor seid, allerdings ist die Leiche der Traitor.
Wenn wir schon die ganze Zeit von den Traitern sprechen, kommen wir doch gleich zu denen. Wenn wir nun also ein Traitor sind und unsere Mitspieler hier beobachten, dann wird uns auffallen, dass einige ein rotes und einige ein grünes Namensschild haben. Die mit den grünen Namensschildern sind die Innocents, also unsere Feinde, und die mit den roten Namensschildern sind unsere Freunde, nämlich die Traitor. Die Traitor sollten wir als Traitor selbst nicht killen, denn das gibt dicken, fetten Karma-Abzug und Verlust von Traitor-Punkten. Dazu kommen wir aber noch später. Wir müssen also nun mit unseren Traitor-Freunden die Innocents alle vernichten, nämlich alle mit den grünen und mit blauen Namensschildern. Dabei können wir lügen, tricksen und schummeln wie sonst noch was, denn die Innocents wissen natürlich nicht, wer wir sind. So, das war's jetzt erst einmal so grundlegend mit der Erklärung der Klassen oder auch Gruppen. Ich habe ja vorher etwas von Karma gefaselt und ja, dazu kommen wir jetzt. Was ist dieses Karma? Dieses Karma wird euch dargestellt in Form eurer XP-Leiste anhand der Levelanzahl, die ihr gerade habt. Also hier in diesem Beispiel zum Beispiel 5385. Jeder Spieler startet am Anfang mit 100 Karma. Durch das Töten von den richtigen Spielern, also als Innocent die Traitor oder als Traitor die Innocent oder als Detektiv die Traitor, bekommt ihr Karma dazu. Tötet ihr allerdings die Falschen, zum Beispiel als Innocent einen Innocent, bekommt ihr Karma abgezogen. Dieses Karma ist sozusagen eine Sicherung. Jemand, der das Spiel nicht versteht und einfach wild drauf los jeden tötet, also als Innocent zum Beispiel jeden tötet oder als Traitor jeden tötet, der wird nicht lange da drin bleiben, denn wenn man 0 Karma erreicht hat, wird man erst einmal für eine gewisse Zeit von den Servern gebannt. So, das war es also erst einmal so mit den einfachen Grundlagen. Jetzt zeige ich euch noch an konkreten Beispielen mit Video im Hintergrund, wie ihr euch zum Beispiel als Innocent verhaltet, wenn ihr Traitor killen wollt, beziehungsweise wie ihr Traitor sofort erkennt. So, am einfachsten Traitor zu erkennen ist es eigentlich immer in einer Ender Chest. Dort verhalten sie sich eigentlich immer auffällig. Hier zum Beispiel wird gleich ein Traitor, nachdem das Game beginnt, wild um sich schlagen, denn er hat zum Beispiel keine Sachen oder er denkt, wir beide sind hier zuletzt übrig und er könnte uns einfach schnell mal so die Klippe runterschubsen und entsorgen. Das zum Beispiel war eben ein Traitor. Ebenfalls kann man sehr einfach Traitor erkennen, wenn ihr zum Beispiel alleine seid und irgendeiner schießt gerade einfach auf euch. Das sind meistens immer Traitor oder einfach ziemlich behinderte Random Killer, aber eher ein Traitor. Dann empfiehlt es sich zum Beispiel, sich schnell in Sicherheit zu begeben und schnell reinzuschreiben, dass es ein Traitor ist. Wäre es jetzt zum Beispiel kein Traitor, dann würde er zum Beispiel schreiben, I go test, oder er würde sich einfach direkt zum Tester begeben. Aber was der Tester ist, dazu kommen wir eh sowieso noch später. Und hier sieht man, hier töte ich ihn und mach schnell Rechtsklick auf seinen Körper, denn dann kann man damit leicht aufdecken und man sieht auch, was diese Leiche halt war. Ja, das kann nämlich auch ein Innocent und nicht nur der Detektiv, und hier haben wir zum Beispiel auch schon gleich die Runde damit gewonnen. Wenn wir schon gerade beim Töten von Traitern sind, wenn ihr öfters mal Traitor, wie hier in dieser Skizze, zum Beispiel vor den Augen anderer Leute tötet, dann solltet ihr einfach mal schauen, dass die euch nicht für einen Traitor halten. Da könnt ihr eigentlich ganz gut Abhilfe schaffen, indem ihr Rechtsklick auf die Leiche macht, denn dann wird im Chat angezeigt, dass der Body auch von dem und dem gefunden wurde, und dann seht ihr auch gleich mit dabei, was dieser Body einmal war, nämlich ob er ein Traitor oder ein Innocent war. Würde dort Traitor zum Beispiel stehen, dann wäre eigentlich damit eindeutig bewiesen, dass ihr Innocent seid, denn kein Traitor killt eigentlich einen Traitor. Eine viel einfachere Möglichkeit und auch die bessere Möglichkeit, Traitor zu erkennen, ist allerdings an ihrem Verhalten. Hier habe ich mir zum Beispiel mal Jostli aufgegriffen, der stand da einfach so alleine rum und das auch noch in der Nähe einer Leiche. Und deshalb habe ich immer gebeten, zum Test zu gehen. Der geht dann auch erstmal so folglich vor mir hin und scheint auch zum Test zu gehen, bleibt allerdings auch irgendwie immer zwischendurch ein bisschen stehen, und das ist schon ein bisschen komisch, fast so als ob er überlegen würde, wann könnte er mich denn am besten angreifen. Ja, und wenn ihr wirklich einen zum Test bittet, seid am besten wirklich immer hinter ihm, und damit er halt euch nicht einfach angreifen kann. Und so, jetzt springt er gleich zum Schiff rüber, und das Entscheidende, was er jetzt macht, woran ich weiß, dass er ein Traitor ist, er dreht sich um und schlägt auf mich. Also er dachte halt wahrscheinlich, ich bin direkt hinter ihm. Und man sieht auch, es war ein Traitor. Da hat ihm dann auch seinen Blocken nichts mehr geholfen. Auch als Detektiv ist es die beste Möglichkeit, Traitor zu sehen, zu erkennen, zu töten, wenn man sich auffällige Leute herauspickt. Hier habe ich mir zum Beispiel Bottle of Meter herausgesucht und ihn zum Testen gebeten. Ich war hier gerade Detektiv in dieser Runde.
Denn er ist im Gegensatz zu allen anderen in die komplett falsche Richtung gelaufen. Denn alle laufen eigentlich immer zum Tester und er ist in die andere Richtung gelaufen. Deshalb habe ich ihn zum Test gebeten und bin vor ihm hergelaufen, weil ich noch andere suchen wollte. Und dann habe ich mich umgedreht und sehe schon direkt, er geht weg. Dann hat er sich dahinter noch geduckt, das habe ich aber zum Glück noch gesehen. Und das zeigt mir schon direkt, dass es ein Traitor ist. Denn niemand würde sich einfach in eine Seitengasse begeben und sich ducken und versuchen zu verstecken. Da sieht man es auch, er war ein Traitor. Auf gar keinen Fall reinfallen sollte man übrigens auf die Leute, die zum Beispiel sowas schreiben wie, ich weiß nicht, wo der Tester ist oder ich komme nicht zum Tester oder ich komme nicht hoch, wie zum Beispiel jetzt gleich in diesem Beispiel, wenn ihr sie zum Testen auffordert, denn das sind meistens gerade die, die Traitor sind und die euch verarschen wollen, dass ihr sowas schreibt, wie ich hier gerade, nämlich Follow Me. Dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung, wenn ihr auch mal vor denen läuft, nur passt halt wirklich auf, dass ihr genügend Abstand habt. Der hier zum Beispiel, der wollte mich gerade in die Lava schubsen, zum Glück hatte ich genug Abstand zu ihm und es war ein Traitor. Doch was ist eigentlich dieser Tester? Der Test ist eigentlich die einzige Möglichkeit, hundertprozentig sicher herauszufinden, wenn er richtig angewandt ist, ob jemand ein Traitor oder ein Innocent ist. Der Traitor ist ein Gebilde aus Eisenblöcken mit einer Glaswand vorne dran und zwei Lampen oben. Und wenn jemand da reingeht und den Button drückt, es ist ganz wichtig, dass der Button gedrückt wird, gehen diese zwei Glaswände vorne hoch und er kann nicht mehr raus. Und erst nach 10 Sekunden merkt man, je nachdem, ob die Lampen leuchten oder nicht, ob jemand ein Traitor oder ein Innocent ist. Leuchten die Lampen, ist jemand ein Traitor, leuchten sie nicht, ist jemand Innocent. Und da wir gerade wieder von den Traitern gesprochen haben, machen wir doch gerade mal da weiter. Solltet ihr an einer Eisenkiste sein und ein Eisenschwert ergattern und noch mit ein wenig Glück einer von nur wenigen Traitern sein und um euch noch viele Innocents sein, dann versteckt am besten das Eisenschwert, weil viele töten euch auch einfach so, wenn ihr ein Eisenschwert habt, weil sie das Eisenschwert haben wollen. Seid ihr alleine oder nur ein oder zwei Personen sind da, könnt ihr ruhig versuchen, diese anzugreifen. Das geht meistens erfolgreich, weil es noch der Überraschungsmoment ist, wenn man so früh jemanden attackiert. Ebenfalls ganz wichtig, geht wenn möglichst nicht alleine vor. Sucht euch am besten andere Traitor und folgt ihnen und bleibt mal mit ihnen zusammen, denn als Gruppe ist es immer einfacher als alleine. Wenn ihr merkt, dass einer der anderen Traitor keine Waffen hat, dann gebt ihm doch am besten eine eurer Waffen. Macht das aber nicht unbedingt vor anderen Leuten, da diese dann Verdacht schöpfen könnten. Wenn ihr merkt, dass ein Gegner auf euch zukommt, versteckt euch doch. Durch den Überraschungsmoment haben die meistens überhaupt gar keine Chance. Oder drückt doch einfach spezielle Traitor-Buttons, die zum Beispiel wie hier auf der anderen Seite der Testkammer eine Lavagrube öffnen, in die die Testsubjekte hineinfallen. Aber achtet auf eventuelle Zeugen. Solche Traitor-Buttons gibt es auf fast jeder Map an verschiedenen Stellen, hier zum Beispiel bei der Brücke in Sky Temple. Läuft ein Innocent alleine rum, ist es immer besonders einfach für euch, denn dann sieht euch keiner und ihr könnt ihn ganz einfach killen, ohne dass euch irgendjemand verdächtigt. Sollte es doch einmal darauf hinauslaufen, dass ihr trotz aller Anschuldigungen auf den Toten, wie zum Beispiel, er hat mich aber zuerst angegriffen, och, ich hab mich doch nur gewehrt, doch zum Testen führen sollten, dann bleiben euch zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel einfach in den Tester zu gehen. Wenn ihr Glück habt, sind noch ein paar andere im Tester und die drücken für euch den Button. Wie ich schon vorher bei der Erklärung zum Tester gesagt habe, muss der Button gedrückt werden, damit das Subjekt auch richtig getestet wird. Hier zum Beispiel hat es niemand bemerkt. Doch passt auf, manchmal gibt es welche, die bemerken es. Die andere aber nicht so elegante Lösung wäre, einfach den Button zu drücken, sich also ganz normal testen zu lassen und sich vorher von seinen Traitor Points Creeper Pfeile oder eine Suicide Bomb gekauft zu haben. Doch halt, was sind eigentlich diese Traitor Points bzw. Traitor Punkte? Nun ja, wenn ihr als Traitor einen Innocent oder einen Detektiven killt, bekommt ihr neben dem Karma auch Traitor-Punkte. Bei einem Innocent ist es ein Traitor-Punkt, bei einem Detektiven sind es zwei Traitor-Punkte. Von diesen Traitor-Punkten könnt ihr euch im Traitor-Shop einige nützliche Items kaufen. Welche Items das sind, variiert teilweise wirklich von Server und ich empfehle euch einfach /Traitor-Shop oder /B einzugeben. Damit erfahrt ihr, was ihr euch alles kaufen könnt und wie die Befehle für den Kaufvorgang heißen. In der Regel ist es übrigens /B Abstand und die Nummer des dazugehörigen Items. Ach ja, alternativ kann man übrigens auch einfach weglaufen, wenn man aufgefordert wird, sich zu testen. Das geht allerdings nur wirklich gut, wenn nicht so viele Leute hinter einem her sind und im Idealfall tauchen dann auch noch die Traitor-Kollegen auf und man kann den Feind ordentlich einstampfen. So, und damit ist dieser Guide auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass es nicht zu kurz und nicht zu lange war. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Trouble in Mineville spielen. Denkt einfach ein bisschen nach und erlernt vor allem auch eure eigene Spielweise. Und damit verabschiede ich mich dann hier. Tschüss!